Es gibt kein Leben ohne Ordnung. Gut, Böse, Finsternis, Licht. Es muss Gleichgewicht im Universum herrschen. So lautet der Erlass des Feurigen Rates, einer uralten Institution vom Schöpfer beauftragt, das Gewebe der Existenz selbst zu bewahren. Doch das Gewebe wurde gebrochen. Selbst jetzt schwelt die Erde im Ruin, den Dämonenfürsten anheimgefallen, und der Zerstörer formt unter seinen Auserwählten ein neues Reich. Man sagt, der Reiter Krieg habe die Apokalypse ausgelöst. Er sei zur Erde geritten und habe die Menschheit verdammt. Doch was ist mit den anderen Reitern, furchtlosen Durchsetzern des Willens des Rates? Was ist mit Wut, Streit und Tod? Um diese Namen zu kennen, bedarf es erst eines anderen, die Nephilim, ein verfluchtes Bündnis aus Engeln und Dämonen. Die Nephilim haben zahllose Reiche dem Schwert ausgesetzt und zu Asche verbrannt. Doch vier von ihnen wurden des Schlachtens müde und fürchteten, dass ihre Eroberung das Gleichgewicht gefährdet. Und es wurde ein Pakt geschlossen. Die vier würden dem Rat dienen und dafür unvorstellbare Macht erhalten. So entstanden die gefürchteten Reiter. Und ihre erste Aufgabe war, ihre eigenen Brüder aus der Schöpfung zu tilgen. Die Nephilim auszulöschen, ihre Seelen zu vernichten. Richten wir nun unseren Blick auf den einen unter den Vieren. Nicht Krieg, der zu Füßen des Rates angekettet seine Unschuld beteuert, sondern jener, der mehr als alles andere seinen Bruder retten will. Er hat viele Namen. Brudermörder, Henker. Wir nennen ihn Tod. Um Kriegsfreiheit auszuhandeln, schwor Tod, die Menschheit zu retten. Er wusste nicht wie. Und so ritt Tod los, in eisige Nebel, um den Hüter der Geheimnisse zu finden. Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen heute Darksiders 2 Definitive Edition. Falls einige von euch sich jetzt wundern, warum spielt der Junge das schon wieder? Tja, diesmal sind wir auf der PC-Version unterwegs. Ich habe sonst die PS4-Version nur gezockt. Aber ich war sehr verwundert, dass auf einmal die PC-Version in meinem Steam-Account schlummerte, da ich die, vielleicht das originale Darksiders 2 schon runtergeladen hatte von der ganzen Zeit lang mal und auch schon gespielt hatte auf dem PC. Gab es für mich diesen Teil hier umsonst, da habe ich mir gedacht, da das ein richtig geiles Game ist, fange ich doch direkt nochmal von vorne an mit dem guten alten Tod auf dem PC. Und nach den anfänglichen kleinen Problemen, die das Spiel hatte auf dem PC, nämlich dass die Schatten runtergesetzt werden mussten, konnten wir jetzt doch die Schatten auf volle Pulle stellen wieder und alles auf Maximum bringen, denn man hat sich bemüht, ein Patch rauszubringen. Achso, wenn wir schon mal in dem Menü sind, kann ich ja gleich noch was anderes auswählen. Ach, das ist sogar schon gewählt, automatisches Einsammeln. Das ist sehr gut. Damit spielt man am liebsten. So. Ansonsten gibt es eigentlich technisch gesehen auf dem PC etwas hübschere Kanten, wollte ich mal so behaupten auf den ersten Blick. Obwohl man sich bemüht hat, auch auf der PS4 relativ gute Qualität abzuliefern, hat die Kantenblättung doch ein bisschen nachgelassen. Also hier definitiv das etwas schärfere Bild. Würde ich mal behaupten so.
So, und da gibt's auch die ersten Gegenstände schon, die wir einsammeln können. Und dann wollen wir mal den guten alten Tod schon mal ausrüsten. Das ist eine Standardsense. Die lassen wir ihn mal. Ah, guck mal, da haben wir schon mal einen Hammer gefunden. Und ein paar Handschuhe. Wunderbar. So. Zauber haben wir leider noch keine. Und Tränke und also Lebenstränke und Magietränke haben wir auch noch keine. So, die dunkle Festung. Da wollen wir hin. So, finde die Möglichkeit, Krieg zu retten. Das ist unser aktuelles Missionsziel. So, da sieht man schon mal die ganzen Krähen, die auf einen zukommen. Wie geht's eigentlich erstmal hier? Denn wir sollen ja eigentlich den Krähenvater suchen. Und bei ihm aushandeln, dass Krieg vielleicht verschont wird. Denn, falls du vielleicht Teil 1 gespielt hast, der gute alte Krieg wurde ja auf die Erde entstand, fälschlicherweise zur Apokalypse. Also Apokalypse ausgelöst wurde. Obwohl die Siegel nicht gebrochen wurden, also es gab da glaube ich 10 oder 12 Siegel, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Es ist schon eine Zeit lang her, wo ich das gespielt habe. Jeweils gab es Siegel und die Reiter wurden eigentlich nur gerufen, wenn alle Siegel zerstört waren. Und ein Siegel wurde leider nicht zerstört. Und trotzdem ist Krieg zur Erde gesetzt. Und dafür muss er sich vom feurigen Rat verantworten. Was denn dazu geführt hat, dass sie ihn einfach angekettet haben. Praktisch haben sie ihm seinen komischen Begleiter mitgegeben, der ihn im Auge behalten musste und sollte. Und haben auch damit auch seine Kampfkraft doch beachtlich geschmälert. So. Das war schon mal der Krähenvater eben, den wir da gesehen haben. Zu dem sollen wir eigentlich hin. Denn der ist der Hüter der Geheimnisse. Und vielleicht hat er ja ein Geheimnis, womit wir womit wir Krieg retten können. Darauf drauf jedenfalls tot. So. Ja, ich will mal behaupten, die Grafik ist schon deutlich schärfer als auf der PS4. So. Also so texturenmäßig besser aufgelöst ist verlaufen. Ich glaube, das sollte nicht passieren. Können wir den trotzdem noch nicht. Na komm. So. Keine Ahnung, warum da jetzt darum hängen geblieben ist. Das sollte eigentlich nicht passieren. Das ist wohl ein kleiner Bug hier. Also auch schon das Original Darksiders 2 war nicht ganz bugfrei. Aber trotzdem, oder trotz alledem, ist das ein super Spiel. Von vorne bis hinten spannend geschrieben, die Story. Aber ich will jetzt nichts vorwegnehmen. Ich zeige euch lieber im Laufe der Zeit. Das macht mir nämlich auch viel mehr Spaß. Ich würde gerne mal den Hammer benutzen. Damit können wir nämlich ein bisschen mehr Schaden austeilen. So, mit den Wänden sind wir dafür etwas schneller. Also die Hammer sind alle etwas langsamer. Und die Wänden, die man finden kann, oder wie gesagt, die Tod auch jetzt schon besitzt, sind dann eher für die schnellen Angriffe. Dadurch kann man sich super einbalancieren an der Geschwindigkeit her. Oh, jetzt haben wir mal einen Angriff. So. Was auch schön war, diesen Teil. Tod konnte doch beachtlich besser klettern und war agiler als Krieg. Das macht sich besonders bei solchen Sprung- und Klettereinlagen hier bemerkbar. Das konnte der gute Krieg leider so nicht bringen, performen. Dafür war er doch etwas zu stämmig, würde ich mal behaupten gerade. Oh. Habe ich gar nicht aufgepasst. So. Der läuft gerade von mir weg, ich weiß nicht warum. So. Hier sind noch einige gefrorene Gegner. Die wollen wir erstmal aus ihrem
Medien holen. Ach, den hätten wir eben per E-Button exekutieren können. Das habe ich jetzt nicht so schnell gemacht. Vorhin haben wir schon mal einen Gegner exekutiert. Wenn wir Gegner exekutieren, bekommen wir sogar ein bisschen zusätzliche Seelen, die wir nachher später für unsere Magie benutzen können. Das brauchst du. Okay, ich werde jetzt, glaube ich, erstmal nochmal die Untertitel deaktivieren, denn die nerven mich eigentlich eher. Untertitel weg, definitiv. Ich vertraue jetzt, lasse ich erstmal drinne, da ich doch eine Zeit lang schon nicht mehr gespielt habe. Denn ich hatte die Aufnahme Definitive Edition auf der PS4 schon vor einiger Zeit angefertigt. So. Den haben wir auch erledigt. Ich gucke nochmal kurz durch, ob wir neue Gegenstände bekommen haben. Nein. Gut. Dann wollen wir mal weiter nach oben klettern. So. Jetzt wird es gleich wieder richtig schön lustig. Eisriese. Das ist unser erster Bossgegner, der Eisriese. Noch relativ einfach, würde ich behaupten gerade. Gegenüber die Gegner, die man später so im Spiel noch treffen kann und kämpfen kann. Hier ist auch noch relativ simpel. Da man fast nur ausweichen und schwere Attacken machen muss. So, da siehst du schon mal kurz unsere Reaper-Gestalt. Die ist im Laufe des Spiels noch sehr wichtig. Wenn wir in der Reaper-Gestalt sind, sind wir vorzeitig fast unsterblich, beziehungsweise haben super Power. Das kann man später auch noch selbstständig aktivieren. Fürs Erste können wir es nur unsere Fehlfrequenzen aktivieren. Was ein bisschen schade ist. Oder aktiviert sich das in Fehlfrequenzen alleine. Aber wie gesagt, später kann man es auch selber aktivieren und dann richtig der Lucifer ab. So, dann drücken wir hier mal ein Schalterchen, um den Aufzug zu betätigen. Ich würde auch fast behaupten, gerade im Punkt durch Schatten ist die PC-Version der Definitive Edition auch noch mal ein ganzes Stückchen höher. Ja, die Schatten sehen besser aus als auf der Konsole. Und so auch die Allgemeintexturen sind geschärfter. Obwohl das Spiel zu seiner Zeit auch nie hässlich rüberkam. Das war schon immer relativ edel. Auch dieses Feature mit einer Wand lang laufen hat man sich ein bisschen von anderen Spielen abgeguckt. Das gab es so in dem ersten Darksider-Teil auch nicht. So, dann machen wir uns mal auf, darüber zu kommen. So, und jetzt geht's nur noch nach oben. Verlass mir diesen Ort. Ja, wie du schon merkst, der Krähenvater will eigentlich gar nicht gefunden werden von uns. Er sträubt sich nämlich hier ziemlich gerade. Aber nichtsdestotrotz müssen wir dahin. Schon weil wir unseren Bruder befreien wollen, fest entschlossen sind, wie schon im Vorspann zu hören war, wohin. So, ich schnappe sie mal hier kurz an, damit sie rauskommen aus ihrem eisigen Gefängnis. Oh, der hat uns kurzzeitig erwischt hier. Aber trotzdem werden wir ihn gleich vernichten. Ah, scheiße. Ey, wie geil. Das wusste ich gar nicht.
Wir haben den da runtergeschluckt und trotzdem kam sein Gold nach oben geflogen. Was nicht ganz logisch ist, wenn man das so genauso denkt. Physiktechnisch auf jeden Fall überhaupt nicht logisch. Aber für uns relativ gut. Denn wir haben dadurch noch ein paar mehr Sachen bekommen. Ja, gute Frage. Ich würde mal da nehmen die Axt, denn die hat von 81 bis 90 und die andere nur von 90. Von 80 bis 90. Also ist die Axt noch ein kleines, ganz klein wenig hochwertiger als der Hammer gerade. So, hier müssen wir mal runterklettern. Um dort rüber zu springen, beziehungsweise an der Wand lang zu sliden. So. So, hier müssen wir auf einen Balken springen und dann vom Balken zu Balken hüpfen. So, da siehst du schon mal, wie agil der Tod eigentlich ist. Das war das große geile Feature an dem Spiel, dass man endlich mal eine Spielfigur hatte, die so beweglich war, die so agil und so gut mit ihrer Umgebung umgehen konnte. Das hätte man sich stellenweise in Darksiders 1 auch schon gewünscht. So, und da sind wir oben angekommen. Dann wollen wir doch mal gucken, was das für ein komisches Gebilde da hinten ist. Stimmen, immer Stimmen, Qualen ohne Ende. Hüter der Geheimnisse, ich brauche deine Hilfe. Schon einmal geholfen, Alter. Zieh mich jetzt an. Ich diesen Tag verfluche, wie ich dich verfluche. Vorsicht, Krähenvater. Ich bin nicht hier, um dich von deinem Leid zu befreien. Noch nicht. Ich weiß, warum du hier bist. Dein Bruder, der mit Namen Krieg, er ist vom feurigen Rat eingesperrt worden und erwartet sein Urteil. Für das Verdammen der Erde, für die Auslöschung der Menschheit. Warum sollte ich mich um deinen Bruder scheren? Weil du die Wahrheit kennst. Deine Geheimnisse können ihn retten. Der Rat wird Krieg verurteilen, ihn seiner Macht berauben und verrotten lassen, um die Wahrheit zu verbergen. Meine Geheimnisse beweisen seine Unschuld nicht, Reiter. Nein, aber sie können helfen, das Verbrechen ungeschehen zu machen. Die Menschheit wieder zurückbringen? Wahnsinn. Wenn das Wahnsinn ist, wer sonst sollte mir den Weg zeigen? Sollte es einen Weg geben, findest du ihn hier. Der Baum des Lebens. Lass mich durch. Noch nicht. Das, was du mir gabst, wirst du zurücknehmen. Für seine Geheimnisse wolltest du den Talisman behalten. Nein, die Stimmen. Sie fluchen und bedrohen ohne Ende. Sie wollen zurückkehren. Du musst es zerstören. Ich kann nicht. Du hast ihr Fleisch ausgelöscht. Warum bewachst du ihre Seelen? Öffne das Portal. Solange ich lebe, kommst du nicht durch. So sei es. Hier sind deine Brüder in ewiger Qual gefangen. Willst du dich ihnen anschließen? Und was ist mit Krieg? Willst du deinen Bruder töten, um dein wertvolles Gleichgewicht zu wahren? Er ist unschuldig. Bist du so sicher? Schon der gute alte Krieg, oder besser gesagt, wow. Den darf man nicht unterschätzen. Er hat alle seine Kräfte aus dem anderen Teil. So, ich na komm schon.
gleich haben wir ihn geschafft. Ja, Alter. Geschichte. Krieg. Erstmal erledigt, aber in Wirklichkeit war das der gute alte Krähenvater, der uns vormogeln wollte, dass wir den Krieg kämpfen. Man hat eben schon in der 5. Kunst auch gesehen, in einigen Stellen hat das Spiel immer noch so ein paar Probleme mit den Schatten, die sehen immer noch ein bisschen pixelig aus. Oder wollte ich gerade nicht auch. So, das war in der PlayStation Version auch schon so. Ich hoffe, das wird irgendwann noch rausgepatcht. Das wäre toll. Öffne das Portal. Deine Geheimnisse sterben mit dir, alter Narr. Meine Geheimnisse. Aber nicht deine. Und so wurde der arme Tod leider durch diese Seelen infiziert. Die unzähligen Welten unseres Universums wirbeln in einem endlosen Abgrund. Viele Welten, die durch Zeit oder Streit vom Abgrund geschluckt wurden, sind in das Nichts zurückgekehrt, aus dem sie geformt wurden. Doch andere stehen Ewigkeiten am Rand der Auslöschung, damit die Schöpfung durch Zerstörung vielleicht ausgeglichen werden kann. Und im letzten Moment der Schlacht wurde Tod in eine solche Welt verbannt, im Herbst seines Lebens, doch nicht fern vom Rand der Finsternis. Wurde Tod in sein Verderben geschickt? Die Antwort sollte sich in des Reiters Zukunft finden und in seiner Vergangenheit. Halt still, Reiter. Du bist verwundet. Fass mich nicht an. Deine Ankunft ist ein schlechtes Omen. Ja, das beunruhigt mich zutiefst. Ältester, es gibt noch mehr Probleme, wenn du nicht anfängst nachzudenken. Wo ist der Baum des Lebens? Leben? Diese Welt liegt im Sterben, Junge. Sie erstickt an Chaos und Verderben. Wir können wenig tun, um es aufzuhalten. Schon bald wird auch der große Baum verenden und mit ihm die Letzten meines Volkes. Ist das nicht das, was dich hierher gebracht hat, fahler Reiter? Ich suche den Baum. Dein Chaos und Verderben interessieren mich nicht. Doch, es interessiert uns schon. Anscheinend tun sie es doch. Denn wir sind der, der das Chaos und Verderben aufhalten muss. Denn nur wir haben die Kraft, es aufzuhalten. Wenn nicht... Oh, falsch ausgerichtet. Nehmt. So. Und zum Anfang muss ich gestehen, tun wir uns noch ein bisschen schwer mit diesen Gegnern. Später wird es zum Glück kein Problem mehr. Tja, denn wir sind jetzt in den Schmiedelanden angekommen. In der Welt der Erschaffer. Oh, denn? So. Du kämpfst gut, aber dieses Verderben kann nicht mit der Klinge besiegt werden. Such die Schmiedeschwester auf. Frag sie nach dem Feuer des Berges. Hilf ihr, dann wird sie dir helfen, den Baum zu erreichen. Was mich betrifft, ich muss wieder an die Arbeit. Okay, und jetzt haben wir ein paar rollenspieltypische Auswahlmöglichkeiten.
denn man kann so ein bisschen Gespräche mit den Figuren führen. Fragen wir noch einfach erstmal, wer er überhaupt ist. Und wer bist du, dass du einem Reiter Befehle erteilst? Ich bin Erschaffer, sogar älter als der feurige Rat. Diese Hände haben das Fundament vieler Welten gelegt. Doch das ist lange her. Und jetzt wissen sie kaum noch, wie sich ein Stein anfühlt. So, da hinten sehen wir schon den Baum des Lebens. Der ist hier erstens unser Ziel. Da sollen wir hinkommen. Was sich allerdings als schwieriger erstrecken soll, als ich wahrscheinlich im ersten Moment begreifen kann. So, dann lassen wir uns mal ein bisschen was über den Baum des Lebens erzählen. Willst du nicht wissen, warum ich den Baum suche? Ich würde es nicht wagen, einen Reiter zu befragen. Aber ja, sag es mir. Ich muss die Menschheit retten, um Krieg zu erlösen. Himmel und Hölle kämpfen auf der Erde. Die Schöpfung erzittert. Und im Zentrum von allem steht dein Bruder. Er ist unschuldig. Das habe ich nie bestritten. Der Baum hält die Macht über Leben und Tod. Wenn du die Menschen retten willst, gehst du in die richtige Richtung. Sei aber gewarnt. Etwas Finsteres wohnt nun im Baum und der Weg ist voller Verderben. So, wie du schon gehört hast gerade, auf der Erde tobt gerade die Apokalypse. Das heißt, das Spiel spielt also praktisch während den Geschehnissen von Darksiders 1. Wie gesagt, am Anfang wurde Krieg auf die Erde gerufen während der Apokalypse. Lebt ihr? Ja. Offen. So, und jetzt können wir ein paar Fähigkeitspunkte verteilen, beziehungsweise einen Fähigkeitspunkt. Dann kann man sich zum Anfang entscheiden zwischen dem Teleporterschlag oder dem Teleportschlag und den Exhuminieren. Wir nehmen das Exhuminieren, also das wieder auferstehen lassen, holen. Damit können wir praktisch die Toten beschwören. Das ist eine sehr gute Fähigkeit. Die nehme ich zum Anfang mal. Ach, und begleitet während des ganzen Spiels werden wir übrigens durch unsere beiden Freunde Asche und Verzweiflung. Verzweiflung, das Pferd, was uns trägt. Und Asche, der gute Rabe, der uns zeigt, wo es lang geht. Wieder auf. Das ist unser kleines Schnellmenü sozusagen. Da wir jetzt eine Fähigkeit haben, können wir die auch erstmal auf einen Punkt, also auf einen Kurzbefehl zuweisen. Ich entscheide mich hier mal für LB und X. Das hört sich relativ gut an. Mit dem Digitalkreuz nach links kann man Heiltränke auswählen. Mit dem Digitalkreuz nach rechts kann man Magietränke auswählen. Ich glaube, nach oben hat das keine Bedeutung. Nur nach unten halt dieses Menü. Tod. Ein schlechtes Omen. Und doch unsere größte Hoffnung. Und ich werde dich nicht enttäuschen, Ältester. Ich werde meine Aufgabe wahrnehmen und versuchen, den Baum des Lebens zu erreichen. So. Wir gucken uns erstmal kurz hier um. Da sehe ich schon auf der Minimap unten rechts das Kistensymbol. Also gibt es hier schon mal was zum Einfangen. So, da gab es schon mal ein bisschen Gold, das nehme ich gerne mit. Und dann lass uns mal weiterziehen zum nächsten Ort, beziehungsweise zum nächsten Raum. Denn wir sollen ja die Schwiegerschwester aufsuchen. Kann ich auch noch mal ganz kurz zeigen. Im Menü kann man sich, während man auf der Weltkarte ist, noch mal die Aufgaben anzeigen lassen. Unsere aktive Aufgabe heißt Feuer des Berges. Das wollen wir wiederherstellen, das Feuer des Berges. Dafür müssen wir halt, wie gesagt, mit der Schmiedeschwester kurz mal plauschen. Und da sind wir auch schon im Heimatort der Schaffer an Dreistein. Hier werden wir uns in den nächsten Spielstunden auch aufhalten in diesem Gebiet.
rund um drei Spalten um die Schmiede lande. Bevor wir es dann irgendwann schaffen, hier wegzukommen. So, hier kann man schon mal ein paar Sachen einsammeln. Unter anderem auch ein bisschen Gold. Ich glaube, Gegenstände werden wir hier nicht finden. Aber Gold ist auch viel wert im Spiel. Denn mit Gold kann man eine Menge kaufen. Für den guten alten Tod. Damit meine ich nicht nur Ausrüstung, sondern auch noch andere Dinge, die wir gleich feststellen werden. Sammeln nur mal schnell zu Ende und dann. Gut, das war's anscheinend. Jetzt werde ich mal die komischen Typen hier anquatschen. Na komm, ich will mit dir sprechen. Der Sensenmann wurde auch Zeit. Die Erschaffer sterben. Ebenso unser Reich. Nur wir sind noch übrig. Das Leben eines Kriegers ist nie leicht. Ja, nicht leicht, aber einfach. Ich sah mein Ende immer mit der Klinge in der Hand. Ein Feld voll toter Feinde vor mir. Und welch ruhmreiches Ende erwartet dich, versteckt hinter diesen Toren? Du kannst das Verderben nicht bekämpfen und nicht verletzen. Du kannst nur jene töten, die es eingenommen hat. Jeder meiner Schläge gegen das Verderben ist ein Schlag gegen mein eigenes Volk. Sinne darüber nach, Reiter, bevor du mich als Feigling bezeichnest. So, und jetzt haben wir wieder ein paar kleine Auswahlmöglichkeiten. Wir könnten jetzt gegen diesen Erschaffer kämpfen. Ich glaube, der heißt Drain oder so heißt der, glaube ich. Aber das bringt nicht viel, weil der relativ stark ist. Deswegen müssen wir uns erstmal ein paar Sachen kaufen, ein paar Fähigkeiten, die kann man bei ihm hier erwerben. Für bestimmte Waffen, bestimmte kleine Manöver. So wie die Meteorschlag LB in der RB in der Luft. Oder auch die Zwillingskanone. Kann man alle käuflich erwerben bei ihm, wenn man halt genug Gold hat. Deswegen ist das im Spiel sehr wichtig, so viel an Gold einzusammeln, wie man kann. Wie man findet vor allen Dingen. Damit man sich entsprechend den Gegner auch ausrüsten kann und auch die richtigen Fähigkeiten hat. So, da vorne sollen wir hin. Ich werde noch mal ganz kurz hier reingucken. Im alten Spiel konnte man, also im Originalteil, konnte man hier rüber Gegenstände versenden an Freunde oder auch von dem Entwickler Gegenstände bekommen. Aber ich habe gelesen, in der Definitive Edition ist das ein wenig anders. Da hat man nämlich, im Original hat man dort auch die DLC-Gegenstände bekommen. In der Definitive Edition wurden die an entsprechenden Orten versteckt, damit man auch nicht das so einfach hat, ne? Das finde ich auch recht gut. Das macht das Spiel auch ein bisschen schwieriger und gleichzeitig aber auch interessanter. So, mit der netten Dame sollen wir jetzt sprechen. Das werden wir dann mal tun. Beim Barte des Erschaffers. Die Gerüchte sind wahr. Ein Reiter in den Schmiedelanden. Ich heiße Aliyah und das ist mein Bruder Valus. Wir sind die Betreiber dieser Schmiede. Obgleich ich vermute, dass das nun weniger bedeutet als einst. Dies ist die Schmiede eines Erschaffers? Nein. Die Schmiede der Erschaffer ist für uns verloren. Von den Händen des Verderbens zum Schweigen gebracht. Aber in ihren Tiefen fertigten wir einst die dunklen Türme der Hölle und die Städte des Himmels. Und nun stellt ihr Kleinkram her? Und du? Einer der vier? Suchst nun die Hilfe der Erschaffer? Ich schätze, wir sind alle von unseren hohen Rössern gefallen. Ich kam auf der Suche nach dem Baum hierher und der Älteste spricht von Feuer. Was ist das? Ja, das Feuer des Berges. Das Blut des Steinvaters. Es floss einst ebenso in unsere Schmiede wie die Tränen. Beide haben unsere Arbeit mit unglaublicher Kraft versetzt. Das Herz und die Seele des Steins. Aber das Verderben hat sie geholt. Jetzt ist unsere Schmiede verstummt. Was betrifft das mich? Der Weg zum Baum ist verloren, versperrt durch Verderben. Du kannst diesen Ort ebenso wenig verlassen wie wir. Stell unsere Schmiede wieder her. Dann ist der Baum erreichbar. Ich kann deinen Gedanken nicht folgen. Wir sind Erschaffer, keine Krieger, aber nicht ohne Waffen. Bevor die Schmiede verloren ging, schufen wir ein mächtiges Wesen aus Seele und Stein. Ein Koloss gegen das Verderben. Um ihn zu wecken, benötigt man einen Erschafferschlüssel aus unserer Schmiede. Hilfst du uns?
Natürlich helfen wir der guten Dame und auch den Erschaffern drumherum, denn wir müssen ja unbedingt zum Baum des Lebens gelangen. Werden wir die erstmal wegen dem Kessel ein bisschen befragen. Was ist dieser Kessel? Ein Tempel, der im Schatten der Steinvaterspitze steht. Dort wurde das Feuer des Berges gebändigt und zu unserer Schmiede geleitet. Reite von der Stadt nach Osten, über den verkohlten Pass und zur schlackigen Spitze des Steinvaters. Dort findest du den Kessel. Genau, da werden wir uns als nächstes hinbegeben. Jetzt werden wir noch mal ein bisschen über ihren schmiedenden Bruder dort erfahren. Kein Mann der großen Worte, dein Bruder. Aber selten still. Seine Stimme ist das Klingen des Hammers, sowie das Fauchen einer weißen Flamme. Ja, er arbeitet, während du redest. So, und dann fahren wir noch mal nach ihrem Laden. Ich werde wohl eine Klinge brauchen. Ist deine Not größer als unsere, Reiter? Ich glaube nicht. Wir kämpfen um das Überleben unseres Reichs und unserer Art. Erweise dich als würdig. Dann können wir vielleicht ins Geschäft kommen. Und wie du merkst, wir müssen uns erst beweisen. Sprich mit Train. Was führt dich zu haben mir? Wir eigentlich auch schon gemacht. Okay. Train war der komische Typ, von dem wir vorhin schon mal diese eine Fähigkeit gekauft haben. Das heißt, wir müssen erstmal wieder ein Stückchen zurücklaufen. Ja, wie man schon merkt, die Erschaffer stecken jetzt ziemlich tief in der Tinte. Und eigentlich ist es eine glückliche Führung, dass wir vorbeikamen, um ihnen zu helfen. So, hier vorne müsste Train irgendwo sein. Da ist er. Da liegen noch mal ein paar komischen Krügen. So, dann sprechen wir mal an. Reiter, auf diesem Weg findest du nichts als Ärger. Tu für deinesgleichen, was du musst. Ich werde für meinesgleichen zum Kessel reiten. Wenn man gerne hüfthoch im Verderben steht, ist dieser Ort ebenso gut wie jeder andere. Es gibt einen Grund für das Tor hier. Und wenn du ein Freund wärst, würde ich dich nicht durchlassen. Doch, ja nun, wer ist schon des Todes Freund? Tja, das ist eine gute Frage. Trotzdem, fragen wir mal nach den Geheimnissen des Kessels. Hast du Weisheit zu teilen oder ist sie vor langem im Kampf verloren gegangen? Ach, Weisheit ist nicht wie Zähne. Ich habe viel davon übrig. Genug, um mich vom Kessel fernzuhalten. Die Alten haben ihn mit widerwärtigen Fallen versehen. Aber jemand so schlau wie du kann ihnen sicher entgehen. So, und dann wollen wir noch mal ein bisschen Training gucken. Schade, wir haben noch nicht genug Punkte, um noch was weiter zu kaufen. Schade. Na gut, dann müssen wir uns mit den Fähigkeiten, die wir haben, erstmal begnügen. Dann lassen wir mal das Tor öffnen, damit wir weiterkommen. Finde den Kessel ist unsere nächste Aufgabe. Das scheint ein ziemlich massives Tor zu sein. Denn der ist arg beschäftigt damit, das zu öffnen. Ich nehme den mal kurz an hier. Das Feuer ist wertvoller als ich es bin, Reiter. Du solltest dich beeilen, zum Tempel zu kommen. Oh. Okay, man kann anscheinend noch mal ein bisschen Hintergrundinformationen hier bekommen. Feuer allein wird euer Reich nicht retten. Du sprichst von der Schmiede. Richtig. Ohne das Feuer und die Tränen des Berges, ohne die Schmiede selbst, fehlen uns die Mittel, den Wald zu durchqueren und den Baum des Lebens zu erreichen. Was dann? Unsere Macht ist die Schöpfung. Deine ist Tod und Verzweiflung. Du bist ein Nephilim, Fürst der Zerstörung. Vielleicht liegt darin die Hoffnung. Okay, fragen wir mal, wie alt die Schmiede überhaupt ist. Wie alt ist die Schmiede? So alt wie das Reich selbst. Und vielleicht sogar älter. Es wird gesagt, die Schmiede war das Erste, was wir Erschaffer bauten. In ihren Tiefen haben wir ganze Welten geformt. Okay, das fällt mir mal ein bisschen schwer, sich mir das alles vorzustellen. Reite schnell, Tod. Mein Reich hängt an einem Abgrund. Das fällt mir mal ein bisschen schwer, mir das vorzustellen, wie sie in diesen kleinen Umgebungen hier ganze Welten erschaffen konnten, aber na gut, das ist eine andere Sache. Ich
meine Münze. Von denen gibt es im Spiel mehrere. Aber dazu würde ich später nochmal was sagen wollen. Da sind wir noch nicht am richtigen Ort angekommen, über die Münzen zu sprechen. Wie gesagt, später gibt es dazu nochmal eine nähere Erläuterung. So, wir müssen erstmal wieder nach oben, um zu diesem Ausgangspunkt hier zurückzukommen. Denn wir sollen eigentlich dort rüber. Und da kommen wir am besten hier rüber. So. Ah, da hinten sehen wir das Verderben schon mal ein bisschen. Oder ein Vorgeschmack vom Verderben. Und anscheinend beobachtet uns dieses große, glitschige Auge dort hinten schon mal. Das ist natürlich nicht gut. Ja, wir haben Verzweiflung schon gerufen. Und wir sind ja schon auf dem Rücken von Verzweiflung. Jetzt werden wir erstmal uns umgucken hier auf dieser großen Ebene. Denn hier hinten liegt ja noch was. Das werde ich jetzt gleich mal einsammeln. Da haben wir eine Seite des Buchs der Toten gefunden. Diese Seiten müssen wir im Laufe des Spiels sammeln. Wow. So, die haben wir mal weg vom Fenster. So, erledigt. Mehr sind hier erstmal nicht an Gegnern. Da oben ist schon mal so ein komischer Stein, der ein Geräusch macht. Auf den Stein kommt es nachher auch ein bisschen drauf an. Aber jetzt erstmal können wir mit dem nichts anfangen. Dann reiten wir jetzt erstmal weiter in Richtung Kessel. Und da sieht man schon mal, wie weitläufig und schön die Areale eigentlich sind von dem Spiel. Also grafisch auf jeden Fall mal ein Augenschmaus. Auch die musikalische Untermalung des Spiels ist exzellent. So, und das Spiel speichert hier erstmal. Weil wir werden noch ein kleines bisschen weiter reiten. Die Klage. So. Hier vorne möchte ich erstmal hin. Zu dieser Plattform. Denn hier trifft man auf den guten alten Wulgrim. Hierher! Den kennen viele von euch schon aus Darksiders 1. Da gab es den guten alten Wulgrim auch. Bei dem konnte sich Krieg seine Sachen kaufen, seine Kombos und seine Waffen und auch noch einige besondere Fähigkeiten. Und bei uns stellt er sich wieder als Händler vor. Sei gegrüßt, Reiter. Willkommen. Ich habe dich erwartet. Wulgrim, was lässt dich aus den Schatten herauskriechen? Ich möchte meinen wertvollsten Kunden nicht verlieren. Nicht an das, was am Rand der Schatten lauert. Hier bin ich also und biete meine Waren an. Was weißt du, was ich nicht weiß? Ich bin nicht freiwillig hier, Dämon. Ich bin nur der Spur der Vernichtung gefolgt. Deine Klingen sind so scharf wie immer. Und trotzdem
kann ich dir helfen. Ich führe Dinge, bei denen andere die Stirn runzeln würden. Na los, riskier einen Blick. Du wirst nicht enttäuscht sein. So, und jetzt können wir uns mal die netten Waren von Vulcan angucken. Ich habe neue Waren, wenn du die Münze hast. Genau. Man kann hier aufgrund der Neuvergabe seine Fähigkeit neu verteilen. Man kann auch bestimmte Kisten kaufen. Sowohl mit Gold als auch mit diesen komischen Symbolen, die wir immer finden, diese komischen Münzen. Und man kann natürlich auch alte Sachen verkaufen, die wir nicht mehr brauchen. Das werde ich dir mal tun. Das brauchen wir nicht mehr. Ein Schnäppchen. Die verkaufen wir erstmal. So. Die Seitensbuch des Todes, glaube ich, nimmt er gar nicht einzeln an. Nein. Ein andermal, Dämon. Bis dahin kannst du mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun. Im Buch der Toten fehlen Seiten. Ich vermute, dass viele sich entlang deines Weges finden. Wenn du sie mir bringst, wird deine Belohnung beträchtlich sein. Ebenso wie meine Verdammung. Genau, der gute alte Vulgrim bittet uns nämlich darum, ihn die Seiten zu bringen, die wir in der Tat auf der Reise finden werden. Und mit Hilfe der Seiten können wir dann ein ganzes Kapitel anschließen. Mit Hilfe der Kapitel bekommen wir dann wieder neue Schlüssel zu neuen Orten und Schätzen. Mal kurz drum. Sieh schon mal eine weitere Münze. So, hier ich mir schon mal geholt. Ich überlege gerade, als hier noch, ob hier noch irgendwas Geheimes war. Ich glaube, so weiter erstmal nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Gut, dann wollen wir mal erstmal wieder raus aus dem Wasser. Und hier nach oben gelangen. Da kommt schon. So. Wunderbar. Dann reiten wir jetzt erstmal noch ein Stückchen weiter. So. Und hier denke ich mal, beende ich erstmal die erste Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du stehst auch so richtig geil erzählte Fantasy wie ich. Und wir sehen uns in der nächsten Folge bestimmt wieder. Bis dahin. Ciao und bis dann.